Digitaler Salon. Fragen zur vernetzten Gegenwart. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Damen und Herren, und willkommen zum digitalen Salon im Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft hier in Berlin. Es ist der letzte digitale Salon für dieses Kalenderjahr und wir werden heute über digitale Kompetenzen sprechen. Mein Name ist Fabian Stefani. Ich bin Ökonom und Datenwissenschaftler an der Universität Oxford, am Oxford Internet Institute, und freue mich aber auch sehr, affiliierter Wissenschaftler am Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft zu sein, zu dem ich selbst zum Thema, wenig überraschend, digitale Kompetenzen forsche. Das Thema des Abends also: digitale Gesellschaft, Nerds only? Ich möchte beginnen mit einer schlechten und einer guten Nachricht. Die schlechte Nachricht, wie Sie sich denken können: ich stehe leider vor fast leeren Stuhlreihen. Corona hat uns im Griff. Diese Veranstaltung wird hybrid veranstaltet. Soweit die schlechten Nachrichten. Die guten Nachrichten: falls Sie mich jetzt hoffentlich sehen und hören können, vor einem Computerbildschirm, dann haben Sie einen Test bestanden, denn das heißt, Sie bringen schon auf jeden Fall ein Minimum an digitalen Kompetenzen mit. Und das ist, wenn man aktuellen Studien glauben darf, nicht selbstverständlich, denn, diese Zahl werden wir vielleicht heute Abend nochmal hören, nur knapp ein Drittel aller europäischen Bürger und Bürgerinnen hat ausreichende digitale Kompetenzen. Digitale Kompetenzen, was heißt das? Diese Frage möchte ich an dieser Stelle nicht beantworten, dafür bleibt mir zu wenig Zeit, aber digitale Kompetenzen sind sicherlich ein absolutes Querschnittsthema. Das wird sicherlich über viele Themen gesagt, bei digitalen Kompetenzen glaube ich dran, auch als Experte, es ist ein Querschnittsthema, alleine weil es schon mit vielen großen Herausforderungen unserer Gesellschaft eng verknüpft ist. Beispielsweise denken wir an den Unterschied zwischen Stadt und Land. Zunehmende Urbanisierung, zunehmende potenzielle Verödung des ländlichen Raumes und nicht nur der physischen und digitalen Infrastruktur, sondern natürlich auch dieser Art von Infrastruktur, der kognitiven, die digitalen Skills, die abwandern, und die Frage, wie sehr kann man das vielleicht aufhalten, vielleicht kann man diesen Trend auch umkehren. Ein weiterer Skill Gap, ein weiterer Cleavage, eine Lücke in digitalen Kompetenzen zwischen Männern und Frauen. Sicherlich auch ein Thema, das heute Abend diskutiert werden wird. Und last but not least natürlich das Thema Green Skills, Green Digital Skills. Wie nachhaltig sind diese digitalen Kompetenzen, die wir erlernen? Zahlen sie ein in eine grüne, nachhaltige Zukunft oder sind sie vielleicht nur der nächste Schritt, um weiter Bitcoin Mining zu betreiben und den CO2-Fußabdruck zu belasten? Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Aufmerksamkeit und übergebe jetzt weiter an Katja, die die Panelistinnen einführen wird. Vielen Dank. Vielen Dank dir, Fabian, und herzlich willkommen. Ich bin Katja Weber. Wir streamen wieder, Umstände halber, was ja vielleicht im weiteren Sinne auch mit der Kompetenz und Inkompetenz von Menschen zusammenhängt, für sich selbst und gesellschaftlich betrachtet sinnvolle Entscheidungen zu fällen und richtige Informationen von irreführenden Aussagen zu unterscheiden. Wir fokussieren eine Kompetenz heute genauer, die digitale nämlich. Also wenn man sich so eine Palette von Kompetenzen vorstellt, hat Fabian schon gesagt, ist das sozusagen die Farbe, die rauskommt, wenn man alles andere mischt. Ich habe dazu drei Fachleute hier, die sich mit der Abwesenheit oder dem Aufbau solcher Fertigkeiten befassen. Und an die könnt ihr natürlich wie immer auch Fragen richten, dann natürlich digital, dank eurer Kompetenz. Dixal, Hashtag Dixal über Slido wäre der Königsweg. Ich möchte euch meine Gäste hier vorstellen. Konrad Traupe ist da. Der hat zum Thema Digitalisierung und Gesellschaftspolitik gearbeitet bei der Werbeagentur Scholz & Friends. Dann war er unterwegs als Campaigner für Open Petition. Und jetzt ist er in Sachen Smart City unterwegs, aber nicht in, keine Ahnung, Friedrichshain oder Kreuzberg oder wo man da dran denken möge, sondern in der Smart City Bad Belzig und Wiesenburg, also im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg. Das ist nämlich ein Modellprojekt, das gefördert wird vom Bundesinnenministerium und dem Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Willkommen bei uns, Konrad. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ganz weit da hinten. Jutta Kroll ist da. Die ist hinwiederum Vorstandsvorsitzende einer Stiftung, die unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft steht und des eben genannten Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Stiftung heißt Digitale Chancen.
Und diese Chancen sollen gehoben werden für Gruppen, für die diese Chancen weiter weg sind als für andere, für alte Menschen vielleicht, für Menschen mit Migrationsgeschichte, mit Behinderung oder aber auch Kinder werden da fokussiert. Kinderrechte und Kinderschutz sind insbesondere Juttas Themen. Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Und Annalena Rosenfeld ist da und vertritt ein ähnliches Ziel wie Jutta, nämlich mehr digitale Teilhabe, insbesondere für Gruppen, denen diese Teilhabe nicht wie von selbst zufliegt. Digital für alle heißt die Initiative, für die Annalena arbeitet. Und getragen wird die INI von 28 Spitzenverbänden von A wie Arbeiterwohlfahrt über den Deutschen Städtetag bis zu Z, zentrale Wohlfahrtsstelle für Juden in Deutschland. Willkommen, Annalena, guten Abend auch dir. Hallo, danke für die Einladung. So, jetzt habe ich so viele Ministerien hier genannt, so viele Verbände und Stiftungen und so weiter. Also offenbar ist ja dieses Thema digitale Teilhabe eins, das alle wollen und keiner sagt, nee, das ist total exklusiv und diese und jene Gruppe muss leider draußen bleiben. Klingt ja also, wenn so viel Wille da ist und dafür auch Geld locker gemacht wird, als könnte es nicht schwierig sein, diese digitale Teilhabe für alle zu erreichen. Was sind die Hindernisse? Wieso braucht es euch? Ja, also ich glaube, das ist ein ganz gutes Stichwort, dass sehr, sehr viele Akteure an diesem Thema dran sind. Deswegen haben wir uns ja auch mit den 27 Partnerorganisationen zusammengeschlossen, um da gemeinsam auch noch mal ein bisschen Schwung in das Thema reinzubringen. Alle Akteure sind in dem Bereich aktiv, versuchen bei sich das Thema quasi zu platzieren. Mhm. Und was wir uns dann gemeinsam überlegt haben, ist, einen Digitaltag ins Leben zu rufen. Also wirklich an einem Tag mal in Deutschland das Thema auch präsent zu machen und Digitalisierung erlebbar zu machen. Weil ich glaube, daran mangelt es noch, dass man wirklich vor Ort ganz niedrigschwellig das Thema auch bei den Bürgerinnen und Bürgern platziert. Ist das so? Weil also inzwischen, ich kenne jede Menge Menschen jeden Lebensalters, die Apps, Messenger und Funktionen nutzen, die für sie wichtig sind. Also muss man Leuten noch sagen, da ist was dabei, was für dich sinnvoll sein kann, was dein Leben leichter macht? Ja, weil die digitalen... Entschuldige, ganz kurz, ich glaube, die Kollegen in der Technik wären total happy, wenn du das Mikro ein bisschen dichter zum Munde führst. Okay, sehr gerne. Ja, also ich glaube, die digitalen Entwicklungen sind ja auch sehr sprunghaft. Das heißt, es passiert immer ganz viel, da muss man am Ball bleiben. Und da ist es wichtig, auch neue Entwicklungen aufzuzeigen. Und deshalb, klar, für viele ist das Digitale schon sehr präsent, aber das bedeutet, dass wir gemeinsam da auch ständig am Ball bleiben müssen. Mhm. Und was macht ihr da beim Digitaltag? Also inwiefern kriege ich da vor Augen geführt, was digitale Teilhabe für mich bedeuten könnte? Ja, also wir haben ein ganz offenes Format, das heißt, jeder in Deutschland kann eigentlich mitmachen, kann dabei sein, nächstes Jahr ist das am 24. Juni, mhm, und kann vor Ort bei sich mit seinem Verein oder auch bei seiner Arbeit quasi Aktionen ins Leben rufen und da zeigen, was Digitalisierung alles kann, in welchen Bereichen das eine Rolle spielt. Das geht von Coding-Workshops, die an dem Tag ins Leben gerufen werden und stattfinden, bis hin zu Tagen der offenen Tür, wo man mal Virtual-Reality-Brillen ausprobieren kann und sehen kann, was da ist. Das ist in Bibliotheken, in Volkshochschulen, also wirklich in ganz vielen Plätzen, auf den Marktplätzen dann auch, sodass da wirklich, wir hatten dieses Jahr schon über 2000 Aktionen und hoffen, das noch weiter wirklich in jeder Ecke dann auch zu bringen, mhm, an dem Tag. Jetzt heißt eure Stiftung Jutta Digitale Chancen. Was sind denn die Chancen, die ja immer gerne dann auch mit den Risiken gleich um die Ecke kommen? Ja, also tatsächlich kommen wir zuerst mit den Chancen um die Ecke. Also die Stiftung ist vor 20 Jahren gegründet worden. Damals war das Schlagwort digitale Spaltung sozusagen die Erkenntnis, wir müssen da was tun in der Gesellschaft, das wird sich nicht automatisch gleichmäßig in allen gesellschaftlichen Gruppen so entwickeln. Und wenn ich mir die Zahlen angucke, dann haben wir in den 20 Jahren eine ganze Menge erreicht. 2001, 2002, gut 30% der Bevölkerung, die in den letzten 12 Monaten das Internet mal genutzt hatten. Heute haben wir noch 18% digital abseits Stehende, die gar nicht oder nur ganz basic vielleicht mal jemanden über die Schulter geschaut haben, wenn eine WhatsApp oder eine E-Mail reinkam. Also was die Quantität angeht, hat sich eine Menge entwickelt, aber was die Qualität angeht, haben wir noch erhebliche Unterschiede. Und das liegt eben auch daran, dass die Kompetenzen
ungleichmäßig verteilt sind und dass vor allen Dingen die Möglichkeiten, die Kompetenzen zu erwerben, ungleichmäßig verteilt sind. Wir haben nicht in allen gesellschaftlichen Gruppen die gleichen Möglichkeiten. Das haben wir jetzt in der Pandemie ja ganz besonders deutlich gesehen. Wie kann ich als Schülerin, als Schüler am digitalen Unterricht teilnehmen, wenn ich keinen Rechner zu Hause habe oder einen in der Familie, der vielleicht noch für eine Homeoffice-Tätigkeit und zwei Geschwister mitgenutzt werden muss? Also die Möglichkeiten sind teilweise nicht vorhanden und für viele Gruppen sind sie auch gar nicht im Angebot. Also da komme ich explizit auf die älteren Menschen, für ältere Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen, wo sie ansonsten Kompetenzen erwerben können, sind die Möglichkeiten vergleichsweise gering. Mhm. Und sie fordern vor allen Dingen immer, dass ich selbst Initiative ergreife, dass ich mich zu einem Kurs anmelde. Dazu muss ich aber überhaupt erstmal auf die Idee kommen, dass mir das bringen kann. Aber wenn ich das nicht tue, verspüre ich ja vielleicht eben ganz einfach das Bedürfnis nicht, mich in dem Zweig fortzubilden, meine digitalen Fertigkeiten zu entfalten. Oder würdest du sagen, ohne diese Fertigkeiten geht es überhaupt gar nicht mehr? Also in vielen Bereichen geht es tatsächlich ohne diese Fähigkeiten gar nicht mehr. Das ist insbesondere eben in allen beruflichen Zweigen. Da fällt mir kaum ein Zweig ein, in dem ich tatsächlich noch ohne digitale Kompetenzen meine Tätigkeiten ausüben kann. Aber wenn ich an diejenigen denke, die nicht auf die Idee kommen, die Kompetenzen zu erwerben, dann liegt es auch daran, dass sie sich ohne die Erfahrung nicht vorstellen können, wie sie ihr Leben zum Beispiel anders gestalten könnten mit digitalen Medien. Auch da muss man die älteren Menschen in erster Linie nennen. Mit digitalen Medien ist viel mehr Selbstständigkeit im Alltag möglich. Kann ich auch solche schwierigen Situationen, in denen ich Physical Distancing, Social Distancing muss ich eigentlich nicht machen, wenn ich soziale Medien beherrsche. Also das sind so jetzt Erfahrungen, die ja auch in den letzten 12 bis 18 Monate sind inzwischen schon dazu geführt haben, dass mehr Menschen sich dann doch drauf einlassen und sagen, ich glaube, das bringt mir was für meinen Alltag. Und zwar nicht immer nur einen materiellen Vorteil, sondern wirklich auch einen sozialen Benefit. Vielleicht mal in Fraktur, Konrad, was sind denn die digitalen Kompetenzen? Also wenn wir die im Einzelnen, Fabian hat es eingangs gesagt, das ist ein Querschnittsthema, wenn wir die im Einzelnen benennen müssten. Als digitale Kompetenzen für die Menschen in Bad Belzig und Wiesenburg, von denen würde ich jetzt als erstes mal ausgehen, würde ich sagen, ist eine Geschichte, die ich da erlebt habe bei der Eröffnungsfeier des Ladengeschäftes, das wir in Bad Belzig und Wiesenburg als Anlaufstelle für dieses Smart City-Projekt eröffnet haben. Die Zukunftsschusterei einer ehemaligen Schusterwerkstatt? Genau. Die in der ehemaligen Schuhmacherei und Schusterwerkstatt, die da drei Generationen auch drin war, jetzt ist. Genau. Da ist zur Eröffnungsfeier Frau Beck gekommen. Frau Beck ist 84 Jahre alt. Und sie kam rein und hat gefragt, ob wir ihr zeigen können, wie sie einen QR-Code-Scanner installieren kann, damit sie eben bestimmte Angebote, die sie so in der Straße, also in Form von QR-Codes findet, sich anschauen kann. Und da haben wir dann auch gefragt, ob sie nicht zumindest jemand auch in der Familie hat, der ihr da helfen könnte. Und dann kam so diese Geschichte, die es auch als Meme in den sozialen Medien häufig gibt. Jetzt kommt wieder die Zeit, passt jetzt gerade zu dieser Zeit, jetzt kommt wieder die Zeit, in der wir alle nach Hause fahren und die IT-Probleme unserer Eltern lösen. Mhm. Und das kam da so das eine zu dem anderen und im Endeffekt haben wir ihr dann versucht, auch den QR-Code-Scanner zu installieren, haben dann noch überhaupt erstmal sie für dieses Smartphone registrieren müssen und haben gemerkt, da sind eben diese kleinen Basic-Schritte auf den letzten Metern, an denen es eigentlich hapert. Mhm. Und da ist es eben für eine 84-Jährige relativ schwierig, in Bad Belzig würde ich jetzt fast behaupten, genauso wie in Berlin, noch den Anschluss zu halten und sich nicht abgehängt zu fühlen am Ende. Und das ist eine Kompetenz, die man heutzutage, glaube ich, einfach benötigt, um nicht abgehängt zu werden, die Geräte nutzen zu können und auch die Kommunikationsmittel auf den Geräten richtig benutzen zu können, sodass man eben am Ball bleibt. Sozusagen. Also das wäre ja so eine Komponente, einfach wissen, was muss ich auf dem Ding tun? Ich weiß, habe ja das Ziel eigentlich schon vor Augen, aber wie komme ich dahin? Was muss ich installieren und was muss ich wie nutzen? Gibt es von euch noch Ergänzungen, was weitere digitale Kompetenzen sind? Ich schätze, da kommt ja noch ein ganzer Blütenstrauß oder ein ganzer Reigen zusammen. Bitte.
Ja, also ich glaube, neben der Anwendung, die ja gerade schon angesprochen wurde, ist dann eine weitere Komponente, die bei digitalen Kompetenzen sehr wichtig ist, welches Verständnis habe ich auch für digitale Technologien? Oder wenn ich mich im Internet bewege, kann ich das souverän und sicher tun? Also weiß ich, was mit meinen Daten zum Beispiel passiert? Weiß ich, wenn ich bei Google oder in anderen Suchmaschinen etwas suche, was dann ein Algorithmus zum Beispiel macht. Also es sind dann weitere Fragen, die dann auch viel mit Medienkompetenz, Informationskompetenz zu tun haben, die da dann auch mit reinspielen. Und wir haben jetzt eben gerade ganz stark von einer älteren Zielgruppe gesprochen. Das Thema ist aber wirklich ganz breit. Also das sollte über alle Bildungsbereiche auch hinweg, glaube ich, angeschaut werden. Und da ist es tatsächlich so, dass bestimmte Altersgruppen auch ganz unterschiedliche Bedarfe dann einfach haben und quasi unterschiedliche Kompetenzen dann vielleicht auch noch weiter gestärkt werden müssen. Und es sollte aber, glaube ich, auch so ein Grundverständnis darüber einmal geben, wo wir auch als Gesellschaft sagen, dass das ist so ein Minimum, da finden wir, sollte jeder quasi sich auskennen, da sollte jeder fit sein, um sich eben dann auch wirklich souverän in der digitalen Welt zu bewegen. Hast du noch eine Ergänzung, was, wenn wir beim Sammeln der digitalen Kompetenzen sind, Jutta? Ja, ich glaube, eher eine Grundvoraussetzung als eine spezifische Kompetenz, nämlich die zu verstehen, dass ich das nicht einmal lerne und dann den Rest meines Lebens kann, sondern dass ich mir drüber im Klaren bin, dass ich ständig mich auf diese Veränderungen einlassen muss. Ich glaube, das ist der schwierigste Schritt, weil wir halt im Grunde genommen immer noch mit dem Verständnis aufwachsen, man erwirbt bestimmte Fähigkeiten in der Schule, in der Ausbildung und die nutzt man dann sozusagen für den Rest des Lebens. Und im Zuge der Digitalisierung sind die Veränderungen so unglaublich schnell und die 84-jährige Frau Beck, die wird ja schon Schwierigkeiten haben, wenn das nächste Software-Update auf dem Smartphone drauf ist und der Button ist plötzlich nicht mehr oben, sondern links unten. Und das zu verstehen, dass das Gerät schon und die Anwendung sich ständig verändert und dass ich dadurch einen permanenten Kompetenzerwerb eigentlich brauche, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Jetzt klang das bei dir, Jutta, vorhin schon mal an, dass die Denke früher in diesem Hinblick eine andere war als heute. In den 90er Jahren gab es in der Soziologie des Fahrstuhleffekts, ne? Also es gibt Aufstieg für alle, also die, denen es gut geht, denen wird es besser gehen, aber die ziehen die, denen es nicht gut geht, die vielleicht einen niedrigen Bildungsstand haben oder niedriges Einkommen, ziehen sie hinterher. Jetzt gibt es heute die Einschätzung, nee, stimmt nicht, eigentlich zementiert die Ungleichverteilung der digitalen Kompetenzen, zementiert diese Schere oder lässt sie sogar noch weiter aufgehen? Würdet ihr sagen oder würdest du sagen, Jutta, das hat tatsächlich diese Qualität, also die digitale Kompetenz entscheidet auch über, wenn ich jetzt vielleicht nicht 84 und Rentnerin bin, über die Möglichkeit, beruflich aufzusteigen oder sowas? Ja, also das würde ich absolut unterstreichen. Und das ist das, was wir eigentlich auch unter dem Phänomen der digitalen Spaltung verstehen. Nicht die einen sind dort und die anderen da, die einen oben, die anderen unten, sondern die einen bekommen dieses Werkzeug in die Hand und die Kompetenzen dazu, es zu nutzen. Und dann haben wir die, die das Werkzeug in der Hand haben, aber die Kompetenzen vielleicht nicht ganz so gut nutzen können und dann diejenigen, denen nicht mal das Werkzeug zur Verfügung steht. Und natürlich ist derjenige, dem ich ein gutes Werkzeug gebe, der gut ausgebildet ist, der wird seinen Vorsprung immer vergrößern vor denjenigen, die Ausbildung nicht haben und das Werkzeug nicht haben. Also deshalb geht die Schere immer weiter auf, weil man mit den digitalen Instrumenten sich immer mehr Vorteile beruflicher Art, privater Art, sozialer Art verschaffen kann. Würdest du das dann jetzt aus deiner Kommune auch sagen, Konrad, dass eine Person, die gut ausgebildet ist und oder wahrscheinlich geht das oft damit einher, dass sie gut verdient, dass die größere digitale Kompetenzen hat als die Personen, die von einem formal niedrigeren Bildungsabschluss haben und ein niedriges Einkommen? Lässt sich das so klar sagen? Also so ganz hundertprozentig kann man es nicht sagen, weil es da bestimmt auch einzelne Ausreißer gibt, die sich vielleicht durch besonders viel Interesse auch, weil, obwohl sie vorher nicht so viel davon mitbekommen haben, schnell zu Experten entwickeln können. Aber im Groben und Ganzen würde ich schon sagen, dass das ein wesentlicher Faktor ist,
der eben dazu führen kann, dass Menschen exkluiert oder inkluiert werden dann auch. Genau. Aber nun würde man ja vielleicht auch sagen, wenn man auf andere Fertigkeiten und Kenntnisse guckt, es ist nicht jeder und jede gleich gut in handwerklichen Fähigkeiten, im Theoretisieren, in der Arbeit mit oder am Menschen. Aber ihr würdet schon sagen, das sollte jeder haben, egal in welchem Job, egal in welchem Lebensalter? Wenn ich dazu kurz noch hinzufügen darf, also ich habe manchmal fast den Eindruck, dass es äquivalent zu dem IT-Unterricht, den man vielleicht vor 20 Jahren in der Schule hatte mit Turbo Pascal und grundsätzlichem Programmieren und mit Einsen und Nullen und so das Prinzip verstehen konnte, dass man so etwas Ähnliches heutzutage eigentlich einfach braucht als ja, digitales Grundverständnis und dass es eigentlich auch nötig ist, das fast wie eine Fremdsprache in der Schule zu etablieren. Wie eine Fremdsprache in der Schule? Oder ich habe bei der Vorbereitung gedacht, vielleicht wie Alphabetisierung, weil man ja jetzt heute auch niemandem sagen würde, Lesen und Schreiben ist fakultativ, kannst du machen, brauchst du aber vielleicht nicht. Findest du, Annalena, den Vergleich zulässig? Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich, weil es einfach darum geht, dass man bestimmte Grundkenntnisse braucht. Und ich glaube, dann geht es wirklich um ganz individuelle Lernpfade. Das hatte ich ja auch schon mal angesprochen. Diejenigen, vielleicht jüngeren Menschen, die dann eben auch ein Berufsfeld in diesem Bereich sich entwickeln möchten, da ist es natürlich wichtiger, das Programmieren dann noch zu vertiefen. Aber das, worum es quasi bei digitalen Kompetenzen auch gehen sollte, ist wirklich, erstmal Menschen zu ermöglichen, an digitalen Entwicklungen teilzuhaben und diesen Zugang zu haben und ein Grundverständnis, was passiert quasi, wenn ich bestimmte Technologien nutze, so dass man da auch einen sicheren Umgang dann eben hat. Wobei du ja vorhin auch zumindest schon mal ein bisschen sozusagen das hinter der Nutzeroberfläche angesprochen hast. Was passiert mit meinen Daten? Was ist da wie vernetzt? Wo sind da vielleicht auch weiche Stellen oder Unsicherheiten? Und das ist was, wo ich sagen muss, da habe ich als Userin ein Gefühl für, aber Kenntnis null. Also muss ich sozusagen, um digital kompetent zu sein, auch coden können oder Code lesen können? Also ich glaube, das kommt nicht darauf an, dass man dann wirklich programmieren kann, aber man sollte ein Grundverständnis schon haben. Und die Volkshochschulen zum Beispiel haben da jetzt ein Projekt auch gestartet, wo es um Datenkompetenz auch geht, Stadt-Land-Datenfluss, um einfach auch dieses Thema Daten und was passiert mit Daten, was passiert vielleicht auch mit meinen Daten, präsenter zu machen und das ganz niedrigschwellig. Und ich glaube, so auf diesem Level, das sind dann Kenntnisse, die wir wirklich in der Breite der Bevölkerung dann eben auch brauchen. Stimmst du zu, Jutta, oder würdest du sagen, ein bisschen tiefer dürften die Fähigkeiten und Kenntnisse dann schon gehen? Ja, ich komme nochmal auf diesen Strauß der digitalen Kompetenzen zurück. Mhm. Ich glaube schon, dass wir in unterschiedlichen Berufszweigen, in Ausbildungswegen natürlich auch eine unterschiedliche Vertiefung brauchen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in allen Bereichen überall coden können müssen. Aber wir haben zum Beispiel in Projekten mit Kindern und Jugendlichen gesehen, dass wenn sie mal programmiert haben, wenn sie da Grundkenntnisse erworben haben, dass sie dann zum Beispiel diese Prozesse, die dahinter stehen, warum werden mir bestimmte Dinge vorgeschlagen, was ist ein Algorithmus, die müssen den nicht programmieren können und auch nicht im Detail verstehen, aber dass er Einfluss nimmt auf ihre Entscheidung, das verstehen sie dadurch, dass sie eben auch Grundkompetenzen im Programmieren erworben haben. Und insofern glaube ich, nein, wir brauchen nicht einen Strauß, wo jeder den gleichen Strauß in die Hand bekommt, aber um bestimmte Dinge zu verstehen, sind auch Basiskompetenzen im Programmieren wichtig. Da würde mich natürlich noch interessieren, wo die Kinder, von denen du da sprichst, das gelernt haben. War das in der Schule im Rahmen der schulischen Ausbildung oder ein außerschulischer Lernort? Also da beziehe ich mich jetzt auf das Projekt Kultur trifft digital, was wir bei der Stiftung durchführen. Das sind medienpädagogische Angebote, die im Freizeitbereich stattfinden, wo die Kinder und Jugendlichen zunächst erstmal so einen halbtägigen Orientierungsparcours machen. Was kann man eigentlich alles anfangen? Man kann programmieren, man kann digitale Musik selbst erstellen, man kann mit Sprache experimentieren. Und dann suchen sie sich selbst aus, was sie dann in einem 2-, 3- oder 5-tägigen Workshop tatsächlich vertiefen wollen. Mhm. Und ja, die erwerben dann auch ganz praktische, kreative Kompetenzen, die
erzeugen kulturelle Produkte im weitesten Sinne, aber in erster Linie bleibt ein vertieftes Verständnis dessen, was das eigentlich bedeutet. Also hinter Smartphone gucken, hinter den Computer gucken, hinter die App gucken oder auch die Browser-Ergebnisse. Jetzt glaube ich, es gibt Fragen aus dem Publikum. Dafür vielen Dank. Und Marie trägt die uns rein, bitte. Ja, wir haben schon einige sehr spannende Fragen. Vielleicht würde ich direkt eine ganz kurz anschließen an das, was Jutta gerade gesagt hat, nämlich die Frage, wie unterscheiden sich eigentlich digitale Kompetenzen von Medienkompetenzen? Denn das hat sich jetzt schon gerade angedeutet, es wird immer so synonym oder ähnlich verwendet, aber es ist ja nicht genau das Gleiche, oder? Nee, ich bin eigentlich auch gar kein Fan von dem Begriff digitale Kompetenzen. Ich wollte aber nicht gleich hier mit der Tür ins Haus fallen. Jetzt kommt es doch raus. Die Kompetenzen selber sind ja nicht digital. Das ist so ein bisschen ein künstlicher Begriff, der jetzt entstanden ist, der aber mehr umfasst als tatsächlich die Medienkompetenz. Die Medienkompetenz geht wieder teilweise noch in andere Richtungen. Da ist ja nach Dieter Barke gehört dann auch das Verständnis der Mediensysteme, der Produktionsbedingungen und Ähnliches dazu. Das denkt man jetzt bei den digitalen Kompetenzen nicht direkt mit, sondern die sind schon, zumindest hat es sich so etabliert, stärker auf die Kompetenzen des Nutzers im Umgang mit digitalen Medien fokussiert. Aber wichtig ist, glaube ich, wirklich solche Dinge wie die Frage, was geschieht mit meinen Daten? Warum bekomme ich bestimmte Vorschläge und andere nicht? Aber wenn du sagst, es ist was anderes als Medienkompetenz, was ja auch einleuchtend ist, aber du findest den Begriff doof, hast du denn einen Gegenvorschlag, was besser passen Kompetenzen würde? Für den Umgang mit digitalen Medien ist nur zu lang und zu kompliziert. Genau, jede Journalistin dampft das ein. Genau, so sieht's aus. Digitale Kompetenz. Ja. Habt ihr, Konrad, Annalena, noch Gegenvorschläge, wie die Sache knackig, aber triftig beschrieben werden könnte, über die wir reden? Nope. Dann bleiben wir beim Arbeitsbegriff digitale Kompetenzen. Ich glaube, es gab noch weitere Fragen, so klang das. Ja, einmal direkt auf die große Ebene. Die Frage, was bedeutet das für die demokratische Gesellschaft, wenn soziale und politische Teilhabe ohne digitale Fähigkeiten oder den Mangel digitaler Aus- und Weiterbildung schon gar nicht mehr möglich sind? Und was könnte dann ein Ausweg sein? Vielleicht, Konrad, ist das eine Frage, die du aus der Sicht von Potsdam-Mittelmark beantworten könntest? Ich habe gerade, muss ich leider zugeben, dass akustisch irgendwie den zweiten, also den Nebensatz nicht richtig. Genau, gerne nochmal. Also die Frage, was heißt es für unsere demokratische Gesellschaft, wenn man sozusagen gar nicht mehr teilhaben kann, sozial, politisch, wenn man einen Mangel hat an einer digitalen Kompetenz oder schon in der Ausbildung im Grunde das gar nicht mitbekommt aus verschiedensten Gründen? Und was könnte dann ein Ausweg sein? Was ist eine Lösung? Also es ist auf jeden Fall ein Nachteil, wenn man heutzutage nicht mehr in dem vollen Umfang an allem teilnehmen kann. Das haben wir ja jetzt, glaube ich, auch schon im Voraus festgestellt. Ein Weg raus ist auch auf dem Mikrolevel, das wurde jetzt hier gerade genannt. Wir überlegen mit Ehrenamtlichen, die da sehr wichtig sind und die da auch sehr viel immer beitragen und zum Beispiel der Volkshochschule. Eine ehrenamtliche Organisation wäre zum Beispiel die Open Knowledge Foundation, wirklich einfach Kurse anzubieten. Eventuell sogar so, dass man an einem Tag in der Woche in die Zukunftsschusterei kommen kann und dann eben natürlich unter den aktuellen Corona-Regeln und Corona-konform versucht, den Menschen wirklich mit diesen kleinen letzten Schritten hin zu der Nutzung von Apps zum Beispiel zu helfen. Verstehe ich absolut, frag mich aber, gut, die Frau Beck kam zu euch, ne? die war orientiert und wusste, den frage ich jetzt, der hilft mir da. Aber wenn ich jetzt wirklich in der Weise abgehängt bin, wie das in der Frage mitzuschwingen scheint, dann weiß ich vielleicht nicht von euch. Dann fehlen mir vielleicht die Möglichkeiten, euch die VHS oder sonst eine Institution aufzusuchen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt auch. Also wir haben ja auch in Bad Belzig und in Wiesenburg insgesamt 29 Ortsteile, die nicht zum Kern gezählt werden. Das ist was ganz Besonderes auch in den ländlichen Regionen überall. Und es gibt da spannende Beispiele. Ich meine, es ist in Ulm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, oder Hamm, da gibt es ein Mausmobil, das fährt eben in die Ortsteile.
daran haben wir uns ein bisschen orientiert und überlegen eben auch für den weiteren Umsetzungsprozess dieses Smart City Modellprojektes ein Mitmachmobil oder etwas Ähnliches also zu schaffen. Also wie das Bäckerauto, aber da werden nicht Brötchen ausgeteilt, sondern digitale Kompetenzen im besten Fall. Genau, also es gab ja auch früher mal den Bibliotheksbus, der über die Orte gefahren ist und bei dem man sich mit einer Karte etwas ausleihen konnte und sich dort weiterbilden konnte. Und nach dem Prinzip stellen wir uns das ungefähr vor, ja. Ich habe bei euch beiden zustimmendes Nicken gesehen. Habt ihr noch andere Ideen oder Instrumente, Anregungen, wie das, was in der Frage angesprochen wird, diese letzte Meile, ne? Es gibt die Technologien, es gibt die Geräte und es gibt die Menschen, die beides nicht haben, aus unterschiedlichsten Gründen. Wie man die erreichen kann? Also ich kann da auch auf ein Beispiel nochmal kommen, auf ein Beispielprojekt, wie es sich sozusagen in der Keimzelle des Dorfes entwickeln kann und dann kann man auch 29 Ortsteile erreichen. Wir haben ein Projekt durchgeführt in einem kleinen niedersächsischen Ort mit 800 Einwohnern, zwangsläufig ländlicher Raum, auch eine hohe Zahl von älteren Mitbürgerinnen, wo wir über 2,5 Jahre einen Prozess gemacht haben, erstmal vorstellen, was kann Digitalisierung überhaupt, und die Leute zur Dorfversammlung eingeladen, von Haus zu Haus Befragung gemacht, und dann stellten sich doch so gerade in diesem Gemeinschaftsprozess, wo man nicht Einzelne gefragt hat, was würdest du jetzt, wenn du digitale Kompetenzen hättest, anfangen, stellten sich so Prozesse ein, wo sie, ach ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Ach so, wir könnten einen Gottesdienst, könnten wir einfach so im Netz und bräuchten sonntags nicht in die Kirche zu gehen. So haben sich dann so verschiedene Ideen entwickelt. Und da ist am Ende die digitale Dörferplattform eingesetzt worden von Fraunhofer IESE, die auch weiterentwickelt worden ist für deren Bedarfe. Auch ein Beispiel, digitaler Schaukasten. Schaukasten ist ja das, was im Dorf noch hängt, wo dann Ortsbürgermeister, die meist auch ehrenamtlich tätig sind, und Bürgermeisterinnen hingehen müssen Zettel aufhängen, wenn irgendwas Wichtiges ist. Erstens dauert es sehr lange, wenn morgens die Straße vom Dorf in die Stadt gesperrt ist, geht man nicht vorher am Kasten vorbei und guckt, ob sie gesperrt ist. Das ist digitalisiert worden, und dazu kommt, dass es eine sogenannte Dorffunk-App gibt, die Leute dann auf dem Smartphone haben, wo die Bürgermeisterin einfach allen, die die App benutzen, diese Info ins Dorf, also auf die App, aufs Smartphone geben kann. Die Idee war, das in dem einen Dorf zu machen. Die Gemeinde hat 16 Ortsteile und schon innerhalb der ersten 1,5 Jahre haben die anderen Ortsteile alle gespickt und gesagt, das wollen wir auch. Und inzwischen haben wir ein Reallabor in Göttingen eingerichtet, wo 4 südniedersächsische Landkreise quasi diesen gleichen, im Grunde genommen ist das so ein Mund-zu-Mund-Propaganda-Prozess, der aber eben auch digital funktioniert, weil sie die Dorffunk-App nutzen. Und ich glaube, solche Verbreitungsmechanismen müssen wir noch viel mehr nutzen. Ich weiß, Annalena, du möchtest reagieren, aber vielleicht frage ich doch erst noch mal Konrad, der nämlich, glaube ich, dasselbe in Grün sozusagen mitbetreut für Bad Belzig und Wiesenburg, eine entsprechende App, ne? Und das sah für mich so aus, ich habe nur mal so in die Demo geguckt, sieht aus wie gelbe Seiten plus News plus Veranstaltungshinweise, ne? Richtig. Spannend an dieser App ist, dass die in Bad Belzig entwickelt wurde und mittlerweile in 20 Kommunen und Landkreisen in Brandenburg genutzt wird, weil sie eben auf Open Source beruht. Das ist was Besonderes daran. Dadurch ist sie generisch weiterentwickelbar und ausbaubar. Und die Kommunen, die sie bis jetzt schon haben, können die neuen Funktionen dann dementsprechend auch mitnutzen oder sie später adaptieren sozusagen. Für Bad Belzig kann man jetzt gerade sagen, dass von den rund 12.500 Einwohnerinnen und Einwohnern aktiv 2.500 sie nutzen. Also das ist ein relativ gutes Ergebnis. Und wisst ihr was, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, über die Altersverteilung der User? Das können wir leider, das ist eben aufgrund von DSGVO gar nicht mehr möglich, das so genau zu eruieren. Wir versuchen das aber im Weiteren immer wieder abzutasten, eben auch um die Angebote entsprechend anzupassen. Genau, und diese App wird auch immer mal wieder erfragt oder es wird auch gefragt, wie man die installieren kann und so. Also es ist nicht so, dass es ein Projekt ist, was einmal einen Höhepunkt hat und jetzt langsam wieder abstirbt, sondern wir merken, die wird für die Termine genutzt, die wird zum Beispiel, wir haben jetzt eine neue Funktion, die gerade entwickelt wird, das ist eine ganz
minimalistische Umfragefunktion, in der Frankfurt-Oder hat diese Funktion jetzt gerade schon, die bieten die auf Polnisch und Deutsch an, da ging es darum, ein Motto für die Stadt abzustimmen. Mhm. Und da hat man auf einem ganz niedrigschwelligen Level eigentlich schon einen Ansatz von Bürgerbeteiligung im Digitalen, bei dem die Menschen mitgenommen werden in der App. Das ist aber auch wieder ein Incentive, um diese App überhaupt zu nutzen, weil man sich sonst an diesem Beteiligungsprozess eben nicht beteiligt fühlt oder nicht wirklich teilhaben kann. Mhm. Genau. Du wolltest aber auch noch was genau zu dieser Stoßrichtung sagen. Genau, also das passt auch ganz gut, weil genau solche Projekte gibt es ganz viel schon in Deutschland, wo tatsächlich vor Ort solche App-Lösungen dann eben auch genutzt werden. Und da ist es, glaube ich, wichtig, Öffentlichkeit für herzustellen. Und genau das versuchen wir eben auch über die Initiative, da eben solche Leuchtturmprojekte auch noch stärker zu zeigen und eben Menschen darauf aufmerksam zu machen. Weil nur wenn sie davon wissen quasi, dann können sie das auch nutzen und das halt vor allem bei ihnen dann auch vor Ort, also da wirklich auch in die Fläche vor Ort zu gehen. Und ein weiterer Punkt, den ich noch anmerken wollte, war, wie erreichen wir Menschen, auch wenn sie Unterstützung brauchen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, auch wir führen immer mal wieder mit der Initiative Umfragen zur digitalen Teilhabe durch und da sehen wir auch immer wieder, dass sich über die Hälfte der Bevölkerung einfach mehr Unterstützungsangebote vor Ort auch wünscht, um dann eben bei Fragen auch Ansprechpartner zu haben, die bekannt sein müssen, wo die Initiative jetzt auch gesagt hat, vielleicht ist es eine gute Idee, so digitale Begleitpersonen wirklich in jeden Kommunen auch zu haben, die in der Verwaltung angesiedelt sind, sodass man eine Stelle hat, an die man sich wirklich bei Fragen auch wenden kann und die dann auch weiter verweisen kann an andere Stellen. Also das ist quasi eine Idee, wie man es auch schaffen könnte, da nochmal in der Fläche eben mehr. Wäre das tatsächlich eine bezahlte Stelle in der jeweiligen Gemeindeverwaltung? Weil es ist ja eigentlich konträr zu dem, wie es de facto läuft, dass immer mehr Landkreise und so weiter zusammengelegt werden, aber personell da nicht viel aufgestockt wird und damit natürlich auch die Wege länger werden hin zu dieser zentralen Stelle, wo ich eine Info bekommen könnte. Wie wollt ihr das lösen? Ich hatte, als du anfingst zu reden, gedacht, du redest von einem Ehrenamt. Also ehrenamtlich gibt es da ja, wie gesagt, auch viele Lösungen, aber dass man, wie gesagt, einen Ansprechpartner hat, der dann genau diese Übersicht hat, was in den einzelnen Kommunen dort ist und das wäre dann tatsächlich dann auch dort angesiedelt, quasi in den Gemeindebüros, die dann eben wissen, wo kann man sich auch an die ehrenamtlichen Initiativen, die vielleicht vor Ort auch schon wirken, an die Bibliotheken haben ganz viele Medienkompetenzschulungen zum Beispiel auch, die teilweise dann auch nicht bekannt sind, die quasi so als, als Pool an Informationen dann eben auch dienen. Mhm. Jutta, bitte. Ja, also die Ansprechpartner auf der kommunalen Ebene sind, glaube ich, nochmal ein wichtiges Stichwort, weil wir ja gerade auf der kommunalen Ebene vor der Herausforderung stehen, dass das Online-Zugangsgesetz umgesetzt werden soll, und zwar schon relativ zeitnah. Und die Verwaltung kann natürlich Online-Zugang zu allen möglichen Angeboten schaffen, aber was ist, wenn die Bürgerinnen und Bürger dann diesen Online-Zugang gar nicht nutzen können, weil ihnen die Kompetenzen und die Infrastruktur letzten Endes dafür fehlen? Also da wird schon auch auf dieser Ebene, denke ich, noch eine ganze Menge erforderlich sein, damit die Verwaltungen nicht quasi digitalisiert werden und Online-Zugang schaffen und die Bürgerinnen und Bürger bleiben aus. Ja, die Infrastrukturfrage ist natürlich sozusagen die grundlegende, die wir jetzt immer nur implizit noch adressiert haben. Gibt es weitere Fragen, Marie, oder war es das? Es gibt noch Fragen. Vielleicht eine, die anschließt an das, was Jutta vorhin gesagt hat, diese Frage dessen, was ist eigentlich das Verständnis von Kompetenz? Nicht, was man einmal gelernt hat und dann sozusagen für immer behalten kann. Und da ist diese Frage hier sehr spannend. Neben Aktualisierungskompetenz als Metakompetenz würde ich gerne wissen, was das konkret bedeutet und wie das gelingen kann. Lebenslanges Lernen. Also konkret gefragt, müssen die BuchhalterInnen von morgen SQL abfeuern oder Logfiles lesen lernen? Also was bedeutet das lebenslange Lernen? Konrad zuckt. Ja, das ist, glaube ich, auch eine Frage, die man gar nicht so mit Ja und Nein beantworten kann. Das ist, es ist irgendwie sehr qualitativ und auch abhängig von dem, was man genau machen möchte im Lauf seines Lebens im digitalen Raum. Also es ist bestimmt aber nicht schlecht,
würde ich jetzt mal so aus unserer Warte, aus Bad Belzig auch behaupten, dass man weiß, was zum Beispiel so eine SQL-Abfrage ist oder dass, also, dass man das kleine 1x1, das ABC... Dann stärken wir hier auch mal meine digitale Kompetenz, indem du das bitte auflöst. Ja, das ist zum Beispiel in dem Fall eine imperative Programmiersprache, in der ich, mit der ich in einer Datenbank ganz gezielt bestimmte Nutzerinnengruppen als Beispiel zum Beispiel mir heraussuchen kann, auf Basis von bestimmten Merkmalen. Mhm. Und diese Merkmale, die gebe ich sozusagen imperativ ein in diese SQL-Datenbank und dann spuckt mir die Datenbank dementsprechend ein Ergebnis aus. Mhm. Genau, und das ist zum Beispiel sehr hilfreich, um große Mengen von Daten erfolgreich zu managen, was ja auch eine ganz wichtige Kernkompetenz ist, die es früher so nicht gegeben hat. Oder ich würde mal sagen, vorhin hatte ich dieses Turbo-Pascal-Beispiel, da konnte man noch mit dem Pfeilcursor hoch und runter fahren und hatte ungefähr den Überblick von dem, was man da eigentlich macht. Das ist ja heutzutage auch im Coding, genauso wie in den Datenbanken, gar nicht mehr so möglich. Und ich glaube, um da den Anschluss nicht zu verpassen, ist es gut, lebenslang zu lernen am Ende auch. Und dann, jetzt war ja die Frage auch nochmal runtergebrochen auf die Buchhalterin. Ne? Muss nun jede Buchhalterin das bedienen können oder nicht? Und du würdest jetzt sagen, salomonisch, kommt drauf an. Ich würde sagen, würde ich schon sagen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man, wenn man als Buchhalterin arbeitet, die Systeme modernisieren wird, wahrscheinlich mit der Zeit und das auch im ländlichen Raum. Und ich habe es jetzt in verschiedenen Kontexten mitbekommen, dass sowas wie zum Beispiel Posteingänge oder ganze Prozesse digitalisiert werden und dann dementsprechend in Datenbanken eingefüttert werden. Und ab dem Moment komme ich damit, ob ich es will oder nicht, in Berührung. Und dann muss man entscheiden, ob man das verstehen möchte oder nicht. Ich würde es gerne noch mal an einem anderen Beispiel festmachen. Also ich kann jetzt auch nichts darüber sagen, was die Buchhalterin tatsächlich künftig können muss, aber ich bin ziemlich sicher, dass wenn sie mehr Datenbankabfragen zum Beispiel wird machen müssen, dass sie nicht SQL verstehen muss, sondern dass sie eine Oberfläche bekommt, die dann wieder relativ leicht zu bedienen ist und ihr hilft, diese Aufgabe zu lösen. Und so ein klassisches Beispiel aus der Medienkompetenz, gerade für Kinder und Jugendliche war, dass wir, als das anfing, ne, dass auch Kinder Internet genutzt haben, man muss ihnen beibringen, wie man eine kluge Suchabfrage stellt, weil man kann nicht einfach irgendeinen Begriff. Wir hatten da mal wirklich ein Beispiel aus dem Kurs, wo ein Kind gesagt hat, meine Mutter sagt, ich kriege nur ein Meerschweinchen, wenn ich rausfinde, was das kostet. Also hat sie in die Suchmaschine eingegeben, Meerschweinchen, was es kostet. Das hat aber vor 10, 12 Jahren nicht funktioniert. Heute würde ich das mit Spracherkennung im Smartphone sagen und Siri würde mir antworten, ein Meerschweinchen weiß ich nicht, was die jetzt kosten. Aber das heißt, Kompetenzen, die wir mal eine Zeit lang gebraucht haben in dem digitalen Umfeld, die sind schon wieder obsolet geworden. Wir müssen sie auch gar nicht mehr lernen, weil die Anwendungen so klug geworden sind, dass sie uns das abnehmen. Jetzt würde ich trotzdem gerne nochmal das mit dem lebenslangen Lernen aufgreifen. Wir haben ja eine Institution, die verpflichtend ist für alle Menschen, die hier leben, die Schule. Ihr habt aber vorhin schon gesagt, es ist natürlich nicht rum der Bildungsweg, wenn ich dann aus der Schullaufbahn rausgehe. Dann haben wir Ausbildung, Studium, Job. Dann habt ihr auch gesagt, Seniorinnen und Senioren sind auch nicht außen vor. Auch die brauchen Geräte, um ihre bestimmten Zwecke zu erreichen. Ist es bei der Schule, auch wenn es nur durchaus nicht so ist, dass alle Lehrkräfte super sind darin, diese digitalen Kompetenzen zu vermitteln, aber da haben wir wenigstens die Institution. Danach wird es ja viel schwieriger, wenn ich an der Uni, keine Ahnung, Archäologie studiere oder Jura, wird vielleicht meine digitale Kompetenz und Medienkompetenz dabei nicht mitgedacht von denen, die Lehrer anbieten. Also wie kriegen wir das in diese ganzen der Schule nachgeordneten Systeme rein? Wer ist dafür zuständig? Corona hat ja Digitalisierung sehr gepusht. Ich denke, da sind wir uns wahrscheinlich alle einer Meinung. Und ich habe das Gefühl, dass auch gerade was Digitalkompetenz und Medienkompetenz angeht, sich da was gezeigt hat. Und zwar die Unternehmen, die schon vorher, bevor die Pandemie ausgebrochen ist, in so etwas investiert hatten oder auch investieren konnten, muss man ja fairerweise für KMUs zum Beispiel sagen, nicht jedes Unternehmen hat die Kapazitäten und Ressourcen, um vorbeugend so etwas vorzubereiten. Aber wenn es so war, dann hat man von diesen Unternehmen meistens gehört, dass der Übergang ins Homeoffice und in diese neue Zeit relativ reibungslos abgelaufen ist. Und das ist, finde ich, ein gutes Beispiel dafür, wie eben auch dann
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen so etwas vielleicht fortführen können, was in der Schule angefangen wurde. Mhm. Gut, aber das ist ja nun tatsächlich eine globale, wollen wir mal hoffen, Ausnahmesituation, von der du sprichst. Und du hast gesagt, es betrifft dann natürlich auch Unternehmen, die, wenn du jetzt in der Kommunikationsbranche bist, wahrscheinlich ohnehin schon einen Vorteil haben. Aber was ist denn mit allen anderen Gewerken und gesellschaftlichen Bereichen? Wie kriegen wir die noch ins Boot und am besten ohne Pandemie? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Bewusstsein für die Bedeutung auch der Digitalisierung und der Herausbildung von digitalen Kompetenzen bei allen gesellschaftlichen Akteuren mittlerweile da ist. Also, dass es auch tatsächlich zur Selbstverständlichkeit werden wird, das in anderen Bereichen mitzudenken, ob das dann in der Hochschule ist, ob das im Job ist, aber auch, wie gesagt, in dem ganz normalen Miteinander. Da gibt es tolle Projekte, auch Makerspaces zum Beispiel vor Ort in Städten, in Kommunen, wirklich offene Räume, wo Menschen zusammenkommen können und da eben auch weiter lernen, ausprobieren. Und ich glaube, solche Konzepte sind dann eben auch wichtig, um Menschen quasi nicht nur in ihrem Job, in der Schule, in diesen institutionellen Umfelden zu erreichen, sondern eben auch in weiteren Lebensumfelden an sogenannten dritten Orten auch, wo sie halt mit anderen auch zusammenkommen in ihrer Freizeit, im Ehrenamt. Also das wirklich nicht nur rein an Institutionen festzumachen, sondern eben auch zu schauen, wo lässt sich sonst noch digitale Kompetenz aufbauen, stärken und vermitteln. Jetzt würde ich doch gerne noch einmal auf die Schule fokussieren. Wir haben ja vorhin gesagt, zumindest so grob, dass die Angst vor Digitalisierung oder sagen wir die Abstinenz und das Nichtvorhandensein von digitalen Fertigen eher Menschen mit einem geringen Einkommen, einer formal niedriger Bildung betrifft oder mit geringem Status. Allerdings hatten wir hier zu Beginn des Jahres einen digitalen Salon, da ging es um die Schule in der Pandemie und Luisa Regel war da zu Gast vom Landesschülerinnenausschuss in Berlin. Und die sagte, sie hört von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern, dass sie aus Angst, irgendetwas falsch zu machen, ganz viele digitale Tools nicht nutzen. Dann machen wir lieber gar nichts, bevor ich hinterher Ärger am Hacken habe. Und das sind nun Leute mit einem sozial hohen Prestige, das sind Leute mit einem guten Einkommen und einer guten Ausbildung. Die haben auch Angst, also tatsächlich in dieser Institution Schule, die ja eigentlich den Kindern vermitteln sollte, digital kompetent zu sein, haben wir vielleicht viel mehr blinde Flecken und weiße Flecken, als wir das vermuten, Jutta? Also das, was wir eingangs gesagt haben, trifft in gewisser Weise für eben sozial- und bildungsbenachteiligte, niedrig qualifizierte Menschen tatsächlich nach wie vor zu. Aber das ist an der Stelle ein spezifisches Problem, was wir angehen müssen. Die Situation für die Lehrkräfte ist eine völlig andere. Also die sind ja in einer anderen Situation, die haben aber ein Selbstverständnis, hat Schule sowieso, dass die Lehrkraft wissen muss, was sie tut und den Schülerinnen und Schülern etwas beibringt. Sie lehrt. Und da ist die Situation in der Schulstunde, wenn da die Technik nicht funktioniert und ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob das Netz gerade nicht funktioniert oder ob tatsächlich die App irgendwie gerade spinnt. Das ist eine Situation, auf die Lehrkräfte in ihrer Ausbildung, jedenfalls in der Didaktik, auch nicht vorbereitet sind. Und sozusagen in eine Unterrichtssituation zu gehen, in der ich mich bewusst da hineinbegebe und sage, wir probieren jetzt einfach mal was aus. Das wird durch digitale Medien eigentlich absolut leicht gemacht. Man kann mit ganz vielen Instrumenten wirklich mit den Schülerinnen und Schülern auch experimentieren und Apps im Unterricht einsetzen. Insofern glaube ich wirklich, in der Ausbildung muss ich mehr tun, dass diese Bereitschaft da ist, die Rolle der Lehrkraft sozusagen anders zu denken und anders zu verstehen. Und natürlich ist das auch ein ewig langer Prozess, wo ich so ein bisschen skeptisch bin. Digitalisierung geht so schnell und wenn wir jetzt so langsam anfangen, das in die Lehrkräfteausbildung reinzubringen, in die Erzieherinnen-Erzieherausbildung hineinzubringen, wann sind wir dann eigentlich so weit, dass wir genügend ausgebildete Kräfte im Bildungssystem haben? Da braucht es das, was Annalena schon gesagt hat, es braucht viel mehr an allen Stellen, muss sich da was in Bewegung setzen. Und hast du eine Idee, wie sich dieser Turbo oder Außenborder irgendwie befeuern ließe?
Weil ich meine, allein einen Lehrplan zu ändern, da haben Kinder Abitur gemacht, bis das passiert ist. Also wir haben ja heute, ist ja der Koalitionsvertrag veröffentlicht worden und ich habe den vorhin schon mal quer gelesen, weil ich dachte, jetzt muss ich ja heute Abend auch was dazu sagen, wie viel Digitalisierung drinsteht. Es steht ganz viel drin, ist ganz, ganz